herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen? Heute haben wir auf die Pause und wir machen uns bis morgen früh. So ein Tag sind wir heute ja nicht vergessen wir denn nie. Ich war lustig jedenfalls. Und da sagt sie, Frau Hache, Sie sind in einem Altersheim. So Altersheim hat sie betont. Ich sage, ja, glaube ich. Wir haben hier einige Überraschungen hier, freudige Erlebnisse, die hier einige Mitbewohner zu erzählen haben. Und natürlich auch traurige Sachen. Aber seien Sie beruhigt, ich habe Taschentücher mitgenommen. Ich erinnere mich an alles. Ich vergesse nichts. Ich kann nicht vergessen. So und so ist es gewesen. Und weil ich noch fast alles weiß, bin ich verwirrt. Es ist ein Fluch, dass ich nicht vergessen kann. Wenn ich mir weniger merken würde, wäre ich klarer im Kopf. Kommt ein schöner Satz. Ich würde gerne aus dem Fluss des Vergessens trinken. Mein Name ist Clementine. Es sind auch viele Leute hier drunter. Eine ganz spezielle, die nur hetzen kann. Ich darf ja keinen Namen nennen. Aber in Wirklichkeit, mit Nachnamen heiße ich... Winti. Was? Ich bin Rennerin. Komm, los. Das habe ich ja gar nicht kostet mich echt nerven. Ich sollte doch sagen, wer ich bin. Ja, komm los. Irgendwie heißt es mit Nachnamen. Ja, weil ich so blöd bin und weil mich das freut, da steige hoch hinauf, wo das Rind wie sie weint. Da bleibe ich und setz sie kurz mitten darin. Da merkt sie halt kein Mensch, dass ich kein Rind wie bin. Es ist seine Schwester, die Frau Fuchs. Hier was kommt nach dem Sterben? Was passiert dann? Ich glaube, da kommt gar nichts. Also ich glaube da an nichts. Man schläft ein und ist weg. Das glaube ich. Ist meine Meinung. Ich fürchte mich davor nicht. Aber neulich hatte ich einen ganz eigenartigen Traum. Da war ein Elefant im Zirkus oder im Zoo ausgebrochen. Und da ist der Wärter hinterhergelaufen und hat sich dem Elefanten auf den Kopf gesetzt. Und wie der an mir vorbeilief, fiel der Rüssel ab. Das habe ich behalten, den Traum. Dann haben wir eine große Gazellenherde gesehen. Wir haben uns langsam... Zeig! Reingepürzt auf Schussweite, in kürzester Zeit, bing, haben wir mehrere Tiere zur Strecke gebracht. Schätzchen, du musst mich jetzt laufen und mal unterbrechen. Ich schlage dir vor, geh zu meiner Frau, die wird dir so einige kulinarische Genüsse beibringen. Meine Mutter ist zur See gefahren, mein Vater hat nur eine Kleinigkeit von 12 Jahren Knast gehabt, weil er einen weggelegt hat in Italien, in Genua. Aber es ist eine andere Sache. Ab 13 Jahren war ich erwachsen. Verkommen, korrupt, asozial, versoffen. So hat mein Leben angefangen. Mit 15 habe ich meinen ersten Einbruch gemacht. Ein Supermarkt hat wunderbar geklappt. Bin ich hier richtig? Im Warteraum des Todes? Ich bin hier mit Dr. Godot verabredet. Ich interessiere mich ja eigentlich für deine Träume, Wolfgang. Über was? Über deine Träume. Ich möchte mal was über deine Träume erfahren. Was träumst du denn so? Ich glaube, ich hätte das schon mal angedeutet. Also Träume. Glaube ich nicht. Träume habe ich nicht mehr. Du hast keine Träume mehr? Nein. Boah, das ist aber traurig. Ich lebe in der Wirklichkeit. Schwör mich, wie Gott hat das nicht.
Jesus, mein Name. Und Judge Kahn. Ach so, ja, mein Flüsterer hat mir gerade gesagt, der hilft mir immer mit ein paar Stichworten, weil ich sehr vergesslich geworden bin. Ach so, ja, den Gerhard van der Recken soll ich doch grüßen. Wo ist er denn? Gerhard, guten Morgen. Grüß dich. Der kann leider heute nicht machen, der Gerhard. Der hätte so gerne hier auf den Brettern, wie heißt es nochmal so schön, was die Welt bedeutet. Da hätte er so gerne sich hingemacht, der Gerhard. Oh, yeah.